Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute geht es zurück nach Pontelörden und zwar Richtung Bungarn ist das. Sind 2,5 Stunden Fahrt. So lange mache ich das Video, glaube ich, nicht. Ne? Schwiegereltern zurückbringen, die waren jetzt doch einen Monat hier. Und jetzt sagen sie, oh, ich möchte noch nach Hause jetzt. Ne? Also, jetzt fahren wir sie nach Hause dann, gucken wir mal, bis wir so die Strecke abfahren. Vielleicht bist du mit Verkehrsregeln nochmal, wenn ich was Interessantes sehe. Die Straßen, die Dörfer, die Strecken, alles, ne? Heute Wochenende. Bitte? Heute Wochenende. Heute Samstag, ja, genau. Ja. Heute Samstag und dann ein bisschen Verkehr ist auch dabei. Das machen wir heute. Richtung Bungarn, 2,5 Stunden Autofahrt. Auf geht's. Ich habe ja schon ein großes Auto, ne? Also ist das schon wirklich ein Panzer. Ne? Mit der Abdeckung drauf, hier ist also schon ein riesen Panzer hier. Jetzt, pass auf. Der ist voll bis hinten hin. Da ist sogar noch der Vogel drin hier. Ja. Da ist sogar noch der Vogel drin hier. Hallo Vogel. Muss um Urlaub schon vorbei. Urlaub vorbei in? In Bantan. Bupan. So, alles drin. So, jetzt fehlt noch der Olle und jetzt Rollator hier. Schön. Das ist einer noch aus Deutschland. Den habe ich damals mitgebracht. Der gehörte mal jetzt meine Mutter. Aber richtig teures Ding hier. Den habe ich am Flughafen, bin ich dann auch damit durch, als oh, ich bin da behindert, weißt du wohl. Da bin ich dann hin da so, ja klar, ne? Und dann kostet das Ding nichts. Ne? Mitnehmen im Flieger dann. Ne? Muss in 5 Kilo ab, oder? Nee, brauchst du das gar nicht. Nee. Muss es nicht. Weil ich bin ja behindert, habe ich gesagt. Teures Teil. Mit viel Dämpfung drin, alles da. Ne? Klappe zu. Ja. Was ist da noch drin? Komm zurück in Shopping. Komm zurück Shopping. Ja, also der muss ganz schön leiden, der olle Diesel hier. Gut. Noch nicht fertig. Müll muss auch noch mit. Herrlich, herrlich, herrlich. Müll kommt ja nicht bei uns an der Straße. Müll müssen wir hinfahren zum Sammelplatz irgendwo da. Und dann sage ich, oh komm, scheißegal. Wenn ich eh schon ins Auto reinpacken muss, dann fahre ich ein Stückchen weiter und bringe es an die öffentliche Stelle raus und lade den Müll dann dort ab. Ist in Thailand zulässig. So, los, auf geht's. So, erste Station Kamp Hoeng. Von Kamp Hoeng geht's links runter, Berg runter. Auch wieder so Serpentine, ne? Und boah, ziemlich scharfe Kurven da auch, ne? Man denkt das so gar nicht in Thailand, du, aber ehrlich, wir haben hier richtige Serpentinenberge hier, ne? Gucken wir gleich. Jetzt fahren wir erstmal hier nach Richtung Cut Bac. Blinker hat sie. Ah, jetzt macht sie Blinker. Ah, das ist nett. Ja, das ist nett. Auf den letzten Meter noch mal einen Blinker machen. Wolltest du hier noch dein Gemüll abladen? Ja, gerne. Oh ja. Schöne Strecke. Noch, wir sagen jetzt kurz vor 8. Noch nicht so viel jetzt Verkehr hier. Aber hier schöne Kurven, guckst du hier schöne Kurven. Also auch wieder für Gebiker hier, ne? Tolle Strecke zum Fahren. Ah, hier. Und Trockenzeit, ne? Ja, ganz so trocken. Ne? Also jetzt wirklich, es ist trostlos. Siehst du wohl die ganzen Blätter runter. Manchmal hat es auch schon Feuer gehabt hier, ne? Aber es ist schon trocken, ne?
hier anfangen feiern, ne? Vom Nachbarn noch nicht, ne? Wenn einer hier, da hat schon Feuer, ne? Da hat schon mit gebrannt dann da. Ja, dann die Pakwan kommen auch jetzt. Pakwan? Mm. Diese Zeit kommen schon die Pakwan. Dann Leute, Galaxien oder andere, kommen versuchen Pakwan für sie und die Konken auch so. Jetzt na Konken, dann Pakwan. Pakwan haben wir viel. Aber dieses Jahr, ich habe nicht gemacht. Nee, dieses Jahr hast du auch nicht viel Wasser gegeben. Nein, gar nicht. Weil entweder Fische oder du gibst die Pflanzen Wasser. Nein. Beides geht nicht. Ja. Also ich habe jetzt geguckt hier. Also hier war wirklich kein... Da ist jetzt ein Schild dran, hier. 60 aber, hier. Hier ist jetzt 60 dran, hier. Aber Leute... 60. Also vorneweg an dem Ort hättest du noch 90 fahren können. Hier drin in dem Ort steigt das Zelt jetzt 60 an. Jetzt fahr hier mal 60 durch hier. Vor allen Dingen guck dir mal die Kurven an hier. Was macht der Kollege? So, also 60 sei jetzt hier erlaubt. Ja. Was haben wir runnen? Kommt schon. Aber ich habe gesehen, hinter dem Auto. Kinder auf dem Roller hier. Ich glaube, der Typ ist doch höchstens irgendwo 10, oder? So, ja? Oder 10. Ja. So. Oder 8, nee, komm leide. Da ist jetzt ein Schild 50. Schau mal. Ach, jetzt wegen Schule. Ah. Wegen Schule. Wegen Schule hier 50. In dem Ort war also 60. Und hier 50 wegen Schule. Interessant. Oh, so eben auch hier. Ist aber auch neu, ne? Du? Ja. Hab noch gar nicht gesehen hier. Aber ich denke, wo bin das selbst? Zebrastreifen hat es auch hier. Ich denke, wo ist das? เหลืองสีเหลืองแน่นอนเหลืองว่าจังไหนนะสีเหลืองแซ่บเลี้ยวคงเต็มวาซาเมลูนะฮะยาไม่ชัดเอาบ่าวฟิลบูโอ้ดีว่าแบบซาเมลอนน่ะคลิปนักอุ่นนะพี่เขาเกษียณHier kommen wir jetzt an unserem Baustoffhändler, der wo uns die Halbrohre bringt hier oder die Ständerle. Ständerle macht er hier. Hier, unser Ständerle-Mann. Noch nie geöffnet. Auch schon geöffnet. Na, rund um die Uhr kannst du hier einkaufen hier. Oh, Moped schieben. Kaputt. Also Tankle. So, wie wär's denn mit Überholen, Uwe, hier? Ich schlaf hier ein hier. So. Wo sind wir jetzt hier? Nong San Nang Teng. Die haben auch das Problem mit den roten Palmwurzeln. Ja. Siehst du? Schneiden. Genau so. Ja. Auch tot. Auch tot. Alle tot, die ganze Plantage. Okay. Nicht schön. Also das mit den roten Palmwurzeln habe nicht nur ich. Ne? Also hier in der Gegend ist das schon verbreitet hier. Ne? Das ist nicht der einzigste Platz, den ich hier jetzt gesehen habe, der wo dann so kahl geschoren ist. Dann, ne? Aber die kommen auch jetzt nicht mehr, die sind tot. Ne? Ja, das Problem ist bekannt, aber man kann echt nichts dagegen machen. Dann, ne? Gar nichts. Ne? Das Einzige, was vielleicht da jetzt machbar wäre, das wären
die Nematoden. Aber die kriegst du hier nicht zu kaufen, die sind hier nicht zugelassen. Und der Bernd, der ist daran, irgendwie das hier zuzulassen. Und aber es ist, ehe das mal zugelassen wird, dass das eingeführt werden darf, das sind ja diese kleinen lebenden Tiere da, das sind so kleine Würmer. Man kennt die wohl aus dem Fischfang. Wenn du jetzt Fisch kaufst, da guckt man ja auch immer nach die Nematoden, ob die da drin sind. Und das sind dann auch diejenigen in der Art, ne, die wo dann diese roten Gepalmrüssler dann von innen auffressen dann. Ne. Das sei die einzigste Waffe, das was helfen kann. Mit Gift kommst du hier nicht weiter, weil das Gift geht nicht so tief rein. Ne. Feuer bringt nichts. Das haben wir auch schon jetzt gemacht. Ich habe ja schon mal einen Stamm abgesägt dann da. Und auch mein Feuerplatz drauf dann da und richtig Feuer jetzt gemacht. Wir haben wirklich Feuer richtig drunter gemacht, mit Holzkohle drunter, ne? Richtig Dampf gegeben da. Ne? Aber nachdem das Feuer aus war, ich habe dann nochmal jetzt geguckt, da habe nochmal jetzt rumgestochert da mit Schraubenzieher da. Du, die sind im Kern, sind die noch drin da und fressen tapfer weiter. Leben noch. Ne? Leben noch, ehrlich, du, es ist nicht tot zu kriegen, ne? Ja, und wenn die einmal hier drin sind und die fliegen, ja, 50 Kilometer weiter können die fliegen. Ne? Ja, schade drum um meine Dattelpalme. Ne? So, aber geh noch an die Kokosnuss, gehen sie auch dran. Also jetzt nicht nur Dattelpalme, auch Kokosnuss. Ne? Schade. So, der drauf hier. Ja. Der Leiter! Ah. Er hat eine Leiter dran. Heißt da. Ja. Weiß ich nicht. Oh, some Leiter tot. Da macht man hier schön mit vorne aufstellen. Ja, oder morgen tot, oder? Weiß ich nicht, wie ich hab gesehen. Ah, ist auch ganz cool auf der Straße hier. Die Gemüseschau von mir. Hat gesehen? Ach, hier kaufst du immer deine Papayas. Ja. Für? So Stück für 100 Baht. 12 Stück für 100 Baht. 13 oder 14 Stück. Schön. Tüte. Kleine oder große Sorte Papaya? Holland. Holland? Ja, große Sorte. Wie hoch wäre in Holland? Oh, 5 Meter. Ei, du willst nicht mehr so hohe. Aber sie hat klein auch so, aber andere Pai. Wie heißen diese kleinen? Pum. Pum und Malagotia. Und Holland sind 5 Meter hoch. 5 Meter. Da musst du wieder hochklettern. Ja. Aber die haben dicke Dinger dran, oder? Ja, richtig. Alle Sorte, die hier. Mm. Straße fertig. Hier, guck mal, wir waren das letzte Mal hier beim Tierarzt. Oh, schön. Haben sie ja hier noch umgebaut. Da, guck mal, hat es schön gemacht hier. Dann hier eine Insel drauf gemacht hier. Ich muss sagen, hallo. Kutbak sind wir hier, in Kutbak. Viele Grüße an die Abonnenten aus Kutbak. Habe ich auch Abonnenten hier aus Kutbak. Nicht so weit von uns weg. Da ist mit dir los, du Penis. So, hier hat es Markt heute. Okay, aber kleine Markt, oder? Gut, ja. Große? Nein, Kutbak. Seit wann ist denn da jetzt eine Ampel? Schon lang leer. Hier? Ja. Bin ich mal durchgefahren? Doch. Hör doch auf. Doch, schon lange, ne? Oder hier schlafen. Kreuzung dem Seven oder Tesco. Ja. Ja. Das ist doch nicht so lange eine Ampel hier. Hat da. Ach, Quatsch, komm. Komm, das Ding ist neu hier, komm.
Doch. Da bin ich immer durchgezogen hier, ohne gucken. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstraße hier. Viel Verkehr hier und so eng. Die Bäume werden dann immer dichter nachher, immer enger. Ganz blöde Strecke eigentlich, dieses hier. Ja. Die hier Kreuzung hier. Die Preis für Mann. Jetzt. 2,70 Bahn. Mann, genau, hatten wir ja auch mal hier die Ernte von den Mann. Mannsambrang. Das waren die Süßkartoffeln. Na? Und dann siehst du hier die Aufkäufer, wo man das dann hinbringen kann. 2,70 Bahn. Ja. Für ein Kilo. Ne? Für ein Kilo. Die Gummi warten. Noch nicht. Gummi wird auch gekauft hier. Hat keiner linker, hat gar nicht. Ja, das kein mit Gas, da hat er auch nicht, der Penis hier. Mein Gott, ich guck dir mal das an. Ich habe mir einmal hier auch schon wirklich die ganze Seite aufgeschraubt, weil die nicht geschnitten haben an dem Straßenrand hier. Und dann ragte da so richtig so ein Ast auf der Fahrbahn raus da und ich fahre da ran. Und ich höre noch so einen Knall, so ein Kratschen, ne? Da war die ganze linke Seite aufgekratzt. Ne? Meter, die. Ja, mit dem Ding vorbei. Ja, stark. So, wieso fährt der jetzt hier wieder 40? 20. Wieso fährt der 40 hier? Er sells something. Er sells something, ja, wer soll da trotzdem schneller fahren hier? Guck mal, mit 40 hier. Ist doch keine Kultur. Oder V-Fan. Miss Daisy Chauffeur. Der fährt hier immer noch. Gummi. Gummi? Ja. 23,80. 50 oder? 50. 23,50? Ja. War nicht im 80 gewesen. Man jeden Shop nicht sehen. Nein. Also Kilopreis, ne? Also Kilo von dem. Von den Drohkautschuk, ne? Das, was von die Bäume dann abtropft, da, was aufgefangen wird in die Schale da, ne? Kilo, da muss das schon was haben da, ne? Für ein Kilo. Da muss schon einige Bäume erstmal aufritzen da, ne? Das läuft ja da so runter. 23, 50 oder 80. Mehr ist es jetzt nicht, ne? Wir hatten hier in Thailand auch schon mal über 50 für ein Kilo. Ne? Ja. Ist aber auch schon lange her. Schon lange her. Lange her. Dann Leute, wir fanden so viel. Meine Familie also fanden. Ja. Jetzt. Scheiße. 23. Das ist Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn so viel dann auf dem Markt ist, wenn dann jeder die jetzt Idee hat, ja, hier Gummiborn, geil, gut. Ne? So, und dann geht der Preis runter. Scheiße war es, ne? Go from. Hier, 23,50. Gummi. 2,55 Bahn. Mann. So, also eine ganz geile Kreuzung hier, eine Abbiegespur hier. So.
Otto komm. Wer hat jetzt Vorfahrt hier? Links vor rechts in Thailand. Links vor rechts. So. Zum Gucken. Das ist total kaputt. Nee, das ist schön. Ja, das ist auch so eine. Seit 2018 ist das eine Scheißstraße. Die wird immer wieder repariert. So, hauen Sie mal hier eine Schippe Teer wieder drauf. Ne? Also echt, das ist. Die haben sie nie richtig fertig gemacht. Ne? Nee, gar nicht. Am Anfang jetzt war es so richtig so mit Schlaglöchern drin, richtig so, ne, da haben sie gar nichts gemacht. Ne? Jetzt fangen sie mal so an, ein bisschen zu reparieren hier, ne? Aber es ist eine ganz kaputte Straße hier. Was ist Unfall, oder was ist das? Wo Unfallfeuer macht der? Nein, da. Unfall. Hat er seine Ladung verloren hier? Ja. Bestimmt. Dann Leute hier finden. Schön vorbei. Putzen. Naja, es geht aber nicht schon, ne? Mit der Straße, es geht nicht schon. Man kann schon fahren jetzt hier, ne? Shopping. Was denn schon wieder? Keine Ahnung. Willst du wieder Shopping machen? Guck mal da. Weiß ja nicht, ey. Ja, komm. Hey, jetzt sag ich, ja, komm her. Emloy Hasip. Ja, das Thema hatten wir auch schon. Emloy Hasip hier, dieses Zuckerwasser, ja, dieses Red Bull-Verschnitt. Ne? Schade, sie hat nicht. Oh, das tut mir aber leid. Das tut mir aber wirklich so leid. Warten alle Ort. So, den Tempel hatten wir auch schon mal drauf gehabt hier. Das war der mit den Fledermäuse. Ja. Der hat Fledermäuse und zwar in einem von den Hallen hier. Ganz schön. Da sind eine ganze Menge Fledermäuse drin. Und eigentlich auch ein schöner Tempel. Aber auch viele Hunde auch dann. Guten Morgen. Und hier nach dem Tempel da sind die ganzen Stände hier, wo sie immer ihr frisches Obst verkaufen dann da. Ne? So. Gerade was gut Saison ist, ne? Wird dann hier verkauft. Recht günstig auch, ne? Muss ich sagen. Ne? Also auch hier Station für Drachenfrucht, wenn gut Saison ist hier, ne? Kannst du dir hier sehr günstig kaufen, ne? Mangos, Drachenfrucht, Wassermelone, ne? Also alles hier an dem Platz hier dann da. Jetzt gleich nach dem Tempel hier, ne? Jetzt sind wir schon in Pankon. Grüße an die Abonnenten aus Pankon. Hab ich auch in Pankon. Ja, ja, überall in ganz Thailand. Der sagt auch immer, komm mal vorbei, ist ja nicht so weit, ne? Ja klar. Komm du mal hier nach Pupa, noch nicht so weit. Ja klar, ne? So. Was haben wir denn gemacht? Straßensperre oder was? Nicht so vor, Leute, schau mal. Jetzt haben wir 8:45. War nicht so voll, du, ne? Also recht große Stadt hier, würde ich sagen, Pankon. Die hat es auch Baumarkt Global House, ne? Nee. Global House. Ja, ne? Global House dann. Jetzt rechts runter. Ja. Global House? Nach Sekunde vor. Da habe ich mal die Pumpe gekauft für meinen Teich. So. Eigentlich recht groß schon. Man kann auch hier rechts abbiegen und dann fährst du auch nach Sakunakorn.
ist aber von uns aus gesehen weiter. Ne? Wenn du da jetzt rechts abbiegst hier. Das geht dann durch die Stadt durch, jetzt Sakuna Korn. Ist einfacher zu fahren, ist eine einfache Strecke. Nicht so enge Straßen hier, nicht so hubbelig dann da. Ist alles schon besser ausgebaut. Und ja, aber es ist ein bisschen länger von der Fahrtstrecke dann. Ne? Ja. Aber so ist halt kürzer und. Ne? Mit dem Panzer kann man da auch fahren, hier diese Straße da. Wenn ich mit einem Daimler fahre, dann fahre ich auch ab und zu mal da mal lang. Ist bequemer zum Fahren. Die Wasser. Boah, da kommt ja wieder hier dein Bettungwagen. Hm. Möchtest du da arbeiten? Hm. Heute Urlaub. Ach was. Ja. Hast du auch mal Urlaub? Ich habe Kultur. Du hast Urlaub? Ja. Schön. Was machen wir heute an deinem Urlaubstag? Und? Leute gucken. Leute gucken? Nein, da. Nee, du an deinem Urlaubstag heute. Ja, nein, komm allein. Ach, da machst du Kameraführung. Ja, ich arbeite. Super, super. Arbeite. Das ist Urlaub, sagt sie, das ist schön. Urlaub. Urlaub. Werbung hast du. Muss ich hier Auto fahren, Kameraführung machen da, weil Frauchen schon wieder am Essen ist hier. Frau, kannst du nicht mal eine Stunde hier ohne Essen auskommen? Hallo, ich winterlich lerne die Kamera fahren, ein bisschen Hunger ohne Schwitterlich. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Hier muss ich Kamera machen, hier und ein Auto fahren. Ey, komm ey. Mann ey, guck mal. Entschuldigung, Pause. Entschuldigung, Pause. Pause machen geht nicht, wir müssen weiterfahren. Da kann man ja jetzt ein Mettbrötchen draus machen, oder? Nein. Mettbrötchen mit Zwiebel hier drauf. Komm her, du. Sumdür. Sendbad. Vom Sumdit. Vom Sumdit? Ja. Schön. Mettbrötchen hier. In Thailand. Da hat es nochmal einen Trecker hier. Oh, nochmal ein ganz großer Treckerhändler hier von? Malik, oder? Manon, Walid, Kubota. Hier ist Kubota. Hier ist Kubota-Trecker. Wollen wir das noch mal gucken? Nein, langweilig. Nicht mehr so viel sehen in Sekunde Konde. Ach. Ja. Ja, nur schade, ehrlich. Ich hätte noch mal gestoppt hier. Mal Trecker gucken hier. Kubota. Der war doch erst jetzt bei mir hier. Der Kubota. 23 LKW, der hat er nur noch verteilt hier. Letzte Mal. Aber sind nicht viele da, ne? Mhm. Zwei Stück gesehen. Oh, schade. Jetzt sind wir in Walid. Oh, recht groß hier, ne? Wanon, Niwan. Wanon oder nicht Walid? Wanon. Hier ist jetzt Wanon und da vorne war es Walid. Ja. Wanon, Iwan. Neue Tankstelle. Shell, ja, der Altstern, das ist auch neu. 7-Eleven schon lange. Ach ja, 7-Eleven war natürlich. Ja. Wenn wir Hunger haben, wir müssen 7-Eleven. Denk an dein M9HCP. Recht groß, hübsch gemacht haben das hier, ne? Eine vernünftige Kreuzung. Ampel ist noch grün. Hat nur mal. Immer noch grün. Heute hat keine Marke, ne? Passt. Oh, schön, ne? Sagt euch hübsch hier. Mhm. Haben sie hübsch gemacht hier. Hier. Gut.
mit 7-Eleven und KFC behindertengerecht. Das ist auch selten, ne? Ja, KFC ist natürlich hier sehr, sehr viel. Ne? McDonald's oder Burger King findest du hier gar nicht. Da musst du schon ja, weiter Richtung Bangkok fahren, dass du mal Burger King findest. Ne? Wenn überhaupt Burger King. Hatten wir alle hier schon mal einen Burger King? Nur ich habe jetzt überlegt. Hatten wir in Thailand schon mal einen Burger King? In Udon haben wir, oder? Ich meine jetzt nicht McDonald's. Burger King meine ich. Keine Ahnung. Hm. Ich auch nicht. Nur Burger King in zu Hause. Ja. Hamburger. Dicke Hamburger. Mit Thomas. Burger Porn, genau. Burger Porn, ja. Burger Porn, ja, das gibt es natürlich auch. Burger Porn. Mhm, mhm. Was sonst? Dann muss ich sagen, welcome to Burger Porn. Tollei. Handles. Ohne Schieß. Ohne Schieß, genau, ja. Schieß ist teuer. Aber mit Spieber so viel. Wie viel kostet einer? So teuer. Halloi Bad. Halloi Bad. Genau, machen wir hier, genau. Hier haben sie fertig jetzt gemacht. Hier. Ich habe auch eine lange Zeit Baustelle hier. Ne? Dobby. Oder? Guck mal. Ja, geht zwei auf eins, ne? Mhm. Das ist auch weit in der Lee, man sagt noch. Der Arm. Leute laufen schon. Gucken zum Ernst. Gigabaum. Gigabaum ist so N. Mhm. Ameisenzeit ist jetzt? Ja. Die leckeren Ameisennester? Ja. Das schmeckt gut. Die Ameisenlarven. Mmh, so lecker. Ja. Oh ja. Ess mal alleine durch. Nee, wir haben es getroffen. Kirche. Ja. Hier Kirche. Nochmal wieder Kirche. Kreuzung, liebe Kreuzung, ja. Welche Kreuzung? Diese Kreuzung. Nach Swang Den Din. Mit Stefan, ja, mit Stefan. Stefan, die alte Karre da. Ja, Stefan vom Berlin, ja. Vom Stefan, ja. Da sind wir hier mal gefahren, hier. Stefan hat seinen... war nicht sein Auto, war vom Schwiegervater das Auto da, ganz alte Pickup da, ne, und dann unterwegs ging Licht aus da und der nachts Linz gefahren. Ach du Scheiße, war das eine Burgerei, ehrlich. Und dann haben wir hier einmal eine Kreuzung da, wo es dann total ausfahren. Ich bin dann vorgefahren, er dann langsam hinterher, ne, ohne Licht, ne. Und da haben wir dann hier und nachts noch gestoppt hier an der Kreuzung da, an so einer Autowerkstatt. Der hat dann da vom Standlicht dann überbrückt, ne? Dass es dann aufs Hauptlicht dann geht, ne? Getüttelt da, aber gut mit Thai-Style, ne? Dass er dann Licht über Standlicht jetzt genommen hat da und Strom hat dann auf die beiden Scheinwerfer, ne? Ja. Aber dass er auch halt was sehen konnte, ne? So. War wohl Lichtschalter kaputt. Der
Stefan auch lange nichts mehr gehört, ne, von dem Stefan, oder? Hm. Sag mal, lebt er noch? Oh, ich sehe da. Wasser? Spielen, ja. So ein Name, Waterfall. Für Kinder. Oh, hat keiner Wasser. Wo soll jetzt Wasser herkommen, jetzt ja. In der Wochenzeit, ja klar. So ein Name. Ja, schon in dem Verkehrsvideo. Ich habe Licht an. Ne? So, ich fahre in Thailand mit Licht. So, dann siehst du ja, Leute kommen dir jetzt entgegen, ne, und weisen dich darauf hin, dass du Licht an hast. Sicherheit geht vor, sage ich hier. Ne? Aber, habt ihr gerade da jetzt gesehen, blink, 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 weil du hast Licht vergessen, sagen die jetzt. Ne? Ja, was wir sagen. Ne? Abonnenten. Ja. Yeah. Hey, alle Grüße. Grüße geht raus. Nach da. Na Bandung. Bandung. Ja. Yeah. Bandung. Ban Muang. Panchalun City gerade auf. Nuan, Nuan. Bandung. Guck mal. Doch auf Salz, ne? Da kaufen wir doch immer Salz, ne? Mein Hof, wie viel mein Hof? Ja, die will ich doch kaufen jetzt, die. Ja. Genau die da. Guck mal, Abstand. Wie ist der Abstand? 5 Meter. 5 Meter mindestens, ne? Ja. 5 Meter musst du haben, ja, Abstand. Mindestens von die Palmen, ne? Manila-Palme. Schön. Ja. Die haben so ganz komische Markierungen auf die Straßen drauf gemalt. Guck mal, das haben sie da wieder so eine Bucht gemacht, dann da, dass du hier wieder rüber sollst hier. Und hören. Da hinten kommt, glaube ich, nochmal wieder so ein. Ja, ganz nochmal hier wegen Abbiegen hier zum Big C. Ja, da haben sie auch was drauf gemalt. Ja, ja, da haben sie auch was drauf gemalt hier. Dass du auch wieder rüber sollst. Ich sehe mich. Aha. Und da wieder U-Turn gemacht. Schön bunt hier. Wo sind denn die Bilder vom König? Verloren, komm rein. Was? Komm rein. Das ist aber jetzt nicht schön. Da muss doch mein König hier. Der muss doch drauf da. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht, dass wir den König nicht mehr drauf haben hier. Die auch wieder so eng gemacht hier. Ist der Wende, ne? Jetzt stopp mal. Ja. Was brauchst du denn, mein Liebling? Benzinpreis, Dieselpreis, oh, 30,7 Diesel. So, 7, ich brauche aber nicht tanken, ich habe noch dabei hier.
ich hin hier direkt? First Class, ja komm, du kannst auch aussteigen, ich steig nicht aus. Okay. Na, ich bleib hier schön, hier kannst du schön aussteigen. Hier, komm. Tiglack, was hast du gekauft? Tüte voll. Tüte voll. Oh, das sind meine. Ananas. Oh, die sind lecker. Das sind meine hier. Banana. Das ist für Mama, Papa. Und? Natürlich, Emily Hassi. Ja, der Wichtigste hier. Emily Hassi, der Wichtigste. Ja. Und mir von Mutter. Echt? Gut. Dann mal los. Also hier kannst du ruhig an so einer Tankstelle stoppen dann, ne? An so einem 7 reingehen. Das sind die ganz normalen Preise, nicht so wie in Deutschland, da gut Tankstellenpreise, was hier so ein Stückchen Kuchen da, hier 2 Euro oder so, ne? Hier kosten diese zwei Dinger, kosten hier 30 Baht, ne? Diese zwei Ananas dann da. Und auch die anderen Sachen, alles so, das sind ganz normale Preise, wie im ganz normalen 7, ne? Also nicht hier Tankstellenpreise wie Deutschland da, ne? Blödsinn, ne? Normale Sachen, billig, ne? Geht. So, weiter geht's. Guck mal, Leute, Pipi da. Käuser für Tankstelle. Muss ein Pipi machen. Herrlich, herrlich. Keine Zeit. Oder? Keine Zeit. Schwengel raus. Vitamine. Obwohl, natürlich hier in Thailand, die Toiletten an den Tankstellen kosten hier nichts, ne? Das ist immer frei. Ich habe noch nirgendwo jetzt gesehen an irgendeiner Tankstelle, dass man da was zahlen musste dann, ne? Also alles frei, immer offen, nicht irgendwie Deutschland, ja, darf ich mal einen Schlüssel haben, da für Toilette gehen oder was, ne? Nein, alles frei, alles offen, kostet nichts, ne? Und sauber auch, ne? Muss ich sagen. Jetzt endlich. Hat gesehen? Ja. Diese Käusung nach Putok. Ah. Namtok Tampa wie schon da. Geh nicht. Nee, die Waterfall nicht geben nicht. Nee? Nur Tamsing, nee, Tamsing. Was ist der Name vergessen? Payana, Payo. Noch 20 Kilometer. Wat Putok? Da waren wir schon. Ah, ich weiß nicht, wie viel Mal waren wir schon jetzt da oben. Einmal? Drei oder viermal schon. So. Einmal war ich da mit meinen Kindern auch hoch. Und mein Lieblingssohn ist ja ein wenig, wie soll man sagen, er ist nicht so ganz sportlich, ne? So. War der am Schnaufen und war der am Schimpfen, da oben hochzuklettern dann, ne? Ich habe davon kein Video gemacht. Ich habe damals noch keinen YouTube-Kanal gehabt. Aber das wäre so ein Video wirklich geworden, da, wie er da wirklich sah, sich da hochgeschleppt hat. Ne? Das sind ja wirklich also ganz extreme Treppen da hoch. Dann, ne? Es ist ja dieser Tempel da oben, auf so einem Berg drauf da. Ne? Oh, was war der am Schimpfen da? Nie wieder will er da hochgehen, nie wieder. Ne? Und dann waren wir auch an dem Wasserfall. Das hat nicht so weit weg von dem Wat Tok. Ein schöner Wasserfall. Da muss man dann mit so einem Boot rüberfahren. Und das war eigentlich ganz angenehm dann. Ne? Schön. Und der Wasserfall heißt wie? Hab ich schon wieder mal vergessen. Wat Tampa. Namtok Tampa. Ja, mit dem Boot rüberfahren, da ganz schöne Sache da, nicht so teuer. Jetzt ist aber zu in Corona-Zeiten, wegen Corona ist das Ding geschlossen, ja klar, ne? So. Und wenn es dann mal wieder auf ist, also das kann ich empfehlen. Also diese zwei Punkte da, der Wasserfall und Wat Putok,
wer hier in der Gegend ist, also unbedingt die zwei Punkte mal anfahren. Wirklich, wirklich toll, ne? Muss ich echt sagen. Danke. Wir machen es wohl jetzt nicht mehr, ne? Dass wir dann nochmal hochklettern. Ja gut, ist eh zu, da eine Wasserfall, ne? Und Wat Phu Thoc nochmal da hochklettern. Es ist schon anstrengend, Jungs, ich sage mir das ehrlich doch. Ne, also, wir müssen Sport, ne? Machen. Ja, ich muss auch Sport, ja klar. Ne? Ich habe ja schon jetzt erzählt, das erste Mal, wo ich jetzt da hochgeklettert bin. Mit Oma. Ich wollte ja erst gar nicht da hoch. Ne? Ich habe ja schon Videos damals jetzt gesehen, was das für eine Konstruktion da ist. Ne? In Deutschland würde das Ding ja niemals TÜV bekommen. Ja gut, aber dann ist ja ihre Tante mitgegangen. Die war ja auch schon ein bisschen älter. Die war schon bestimmt 15 oder 20 Jahre älter als ich damals. Da konnte ich mir ja nicht die Blöße geben und sagen, nein, ich mache das nicht oder ich komme da nicht hinterher. Da ist doch diese ältere Dame da hochgelaufen, da du wie ein junges Mädchen, du wie ein junges Reh. Und ich schlepp mich da hinterher, weißt du, die Zunge bis zum Knie raus. Sie hat so mal Wasser hinter der Hose. Sie hat gar nicht Wasser. Nee, ehrlich, du, da juhu und juppe die, juppe da, die da hochgeklettert, du. Wahnsinn, dachte ich. Naja, und jetzt habe ich ja noch ein, zwei Kilo mehr als damals, 2018. Ich müsste jetzt ganz schön pumpen, das sage ich dir ehrlich, du nicht da hochklettern nochmal. Also, ich glaube, so weit geht die Liebe zu unseren Abonnenten auch nicht, dass ich das nochmal hochklettert da. Oh. Ehrlich, du, na, also weiß ich nicht, ey, du. Die Liebe so groß ist, du. Schon anstrengend dann. Aber schön, wirklich sehenswert. Ich sag's jetzt nochmal, wenn ihr hier seid in der Gegend hier, ne? Von Bungarn 50 Kilometer, oder? Schätze ich mal so. Ja. Von Bungarn nach. Eine Stunde noch ungefähr ist. Ich weiß es nicht. Und von Pontelön, okay, geht wer, ja, so. Wer mit da jetzt wohnt, der kennt das dann da. Schon klar. Ne? Aber die, wo hier mal in der Gegend sind, ne? Die mal so eine Tour machen hier in den Isan da, ne? Die zwei Punkte müsst ihr euch jetzt merken, da hochgehen, ne? Wat Phu Thoc und der Wasserfall, unbedingt machen da. Nam Tok Thampa. Unbedingt. Wirklich toll. Toll. Wirklich toll, wirklich, wirklich toll. Ja. Ich schwöre. Ne? Doppelschwör. Ja. Danke. Pontelön. So wird es geschrieben und gesprochen wird Pontelön. Wer stört denn da die Aufnahme? Ah, da sind wir ja schon. Köy Pontelön, komm, Bungarn, komm der. Schön. Guck mal, da sind wir doch schon. Ja. Einmal rum. Einmal rum. Und nochmal rum. Und nochmal rum. Ui, der setzt die Vorfahren. Ja, eine vernünftige Einfahrt machen können hier, da ehrlich, du, dass mit meinem Panzer hier hochkommen. Guck mal, wer hat das gebaut? Wer hat das gebaut? Wer hat das gebaut, Kinder? Wer hat das gebaut? Papa. Das hat Papa gebaut, der wo kein Auto fährt. Ja, richtig, muss richtig. Muss ihn schneiden. Die Hund long, V long. Fertig. So, das war's jetzt für heute von der Tour von Bungarn nach Pontelön. Das waren jetzt 170 Kilometer.
und gebraucht habe 2 Stunden und 15 Minuten. Heute kam ich gut durch, ne, muss ich sagen. Das heute ohne irgendwelche Probleme da. Schöne Strecke fand ich wieder. Interessante Sachen auch dabei. Das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und tschüssle. Und tschüssle.